Werder spielt 1:1 beim FC St. Pauli, ist die Tabellenführung los und ja, es war ein Nachmittag, der einiges zu bieten hatte. Zunächst einmal aus Bremer Sicht ja nichts allzu Gutes, denn kurz vor der Pause gab es den Rückstand. 0:1 stand es da, nachdem Miloš Veljković nicht so richtig aufgepasst hatte, beziehungsweise in den Zweikampf gegangen ist, der nicht gepfiffen, der nicht geahndet wurde. Hinten war eine Lücke da, Marco Friedl grätsche vergebens und plötzlich stand es 0:1 in dem Spiel, in das Werder relativ schwierig reingekommen ist, aber dann plötzlich die Oberhand hatte, richtig dicke Chancen hatte durch Niklas Füllkrug, durch Marvin Ducksch, dieser aber nicht genutzt hat. Und plötzlich stand es 0:1 und damit war aber das ganze Spektakel in der ersten Hälfte auch noch gar nicht vorbei. Es wurde reichlich diskutiert, unter anderem über eine Szene in der 40. Minute, wo es durchaus Elfmeter hätte geben können. Viele sagten sogar, hätte Elfmeter geben müssen. Mitch Schweizer hatte da einen Zweikampf sich geliefert mit Guido Burgstaller, der zunächst, so sah es zumindest aus, noch nicht ganz fallen wollte, dann aber doch schien ihm eingefallen zu sein, na Mensch, gut, den Kontakt nehme ich vielleicht doch ganz gerne an und fiel dann doch noch. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb es den Elfmeter letztlich nicht gab. Für Ole Werner, mit dem haben wir gerade eben noch gesprochen, war es ohnehin keiner. Er sagte, nee, das niemals ist es ein Elfmeter. Wenn es den gibt, dann würde es 5 jedes Wochenende geben. Ist vielleicht auch ein bisschen überzogen, diese Meinung. Ich glaube, Werder hat in dieser Situation schon sehr, sehr viel Glück gehabt. Sehr, sehr viel Glück hatte Werder auch durchaus dann in der zweiten Halbzeit. Spielerisch war das durchaus okay, aber die Entstehungsgeschichte zum 1:1, einem wunderschönen Tor nach Flanke von Leo Bittencourt auf Romano Schmid, der wiederum mit Kopf ablegte auf Niklas Füllkrug. Schön herausgespielt, Problem an der Sache, bevor Leo Bittencourt überhaupt flanken konnte, war Felix Agu am Ball. Und Felix Agu war eben nicht nur mit dem Fuß am Ball, sondern er hatte auch die Hand da im Spiel. Wurde kurioserweise auch nicht geahndet. Schiedsrichter Bart Stübner eilte noch nach außen, hat also ein Signal definitiv aus Köln bekommen, hat sich die Szene angeschaut und meinte, alles regulär. Auch da in dieser Szene hatte Werder doch durchaus Glück gehabt. Ole Werner redete sich ein wenig raus, dass er es so gar nicht richtig gesehen hatte. Auf dem Spielfeld sowieso nicht, dann später beim Fernsehen auch nicht so richtig. Er meinte, der VAR hat es überprüft. Es wurde nicht geahndet, also wird das Tor schon in Ordnung gewesen sein. Aus Bremer Sicht, wie gesagt, in diesen beiden Szenen durchaus Glück. Andererseits muss man auch sagen, dieses 1:1 ist aus Bremer Sicht fast zu wenig. Werder hatte richtig gute Chancen in einem atemberaubenden Spiel, das definitiv seinen Topspielstatus erfüllt hat, aber eben die Möglichkeiten wurden nicht genutzt. Da war Marvin Ducksch, der noch einen herrlichen Lattentreffer hatte, wobei herrlich eben, wie gesagt, nicht das richtige Wort eigentlich ist. Ein paar Zentimeter tiefer wäre es ein wirklich herrliches Tor geworden. Und nur Sekunden später Ilija Grujev auch die Riesenchance, das Spiel noch mit einem 2:1 für Werder zu entscheiden. Und dann wäre man eben doch weiterhin Tabellenführer gewesen. Ich glaube, wie es in der Tabelle momentan aussieht, es ist ein sehr, sehr enges Rennen und das wird nicht großartig darüber entscheiden, wie es jetzt am Ende ausgeht. Und dass Werder weiterhin oben dabei ist, das ist, glaube ich, die viel wichtigere Erkenntnis. Und das ist auch das, was Ole Werner nach vorne gestellt hat. Natürlich darf man sich jetzt ärgern, dass es aus seiner Sicht eben nur ein Punkt war. Er hätte auch natürlich liebend gerne 3 mitgenommen, gerade in dem Spiel, wo eben so viele Chancen da waren. Aber es ist eben, Werder ist oben noch dabei bei der Musik und in den kommenden Wochen wird es weiterhin packend zugehen. Zunächst gegen Nürnberg, dann gegen Schalke und Step by Step, wie Ole Werner auch dieses Mal wieder gesagt hat. Er konzentriert sich jetzt erstmal nur auf Nürnberg und nach dem Schalke-Spiel, hat er gesagt. Dann wird man so langsam sehen, wer oben abfällt und noch dabei ist. Und er hofft natürlich, dass seine Mannschaft es weiterhin durchzieht, dass sie oben dabei sein wird. Sie hat zumindest bewiesen, dass sie wieder mal mit einem Rückschlag umgehen kann, ist nach einem 0:1 zurückgekommen, hat noch ein 1:1 geholt, hätte dieses Spiel auch gut und gerne gewinnen können. Am Ende wurde es ein 1:1, wie gesagt, Tabellenführung futsch, aber Werder ist weiterhin mittendrin. Wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich bei uns in der Deichstube. Bis dahin, ciao, ciao.